Ein Zuschauer dieses Blogs hat mich kürzlich gefragt, wie lange sich eigentlich eine angebrochene Flasche Wein hält. Die Antwort ist so simpel wie unbefriedigend. Das kommt, naja, ganz auf den Wein an. Manche sind nach 2-3 Tagen noch taufrisch. Andere sind am nächsten Morgen schon hinüber. Sie können aber 2 Dinge tun, um die Lebensdauer der angebrochenen Flasche zu verlängern. Erstens, Stöpsel drauf. Und zwar ganz egal, ob es ein Zapfen oder ein Drehverschluss ist. Denn Sauerstoff lässt Wein oxidieren. Je fester er verschlossen ist, desto länger bleibt er frisch. Zweitens, ab in den Kühlschrank damit. Das gilt übrigens für alle Weine, inklusive Rot. Natürlich sollte Rotwein am nächsten Tag nicht kühlschrankkalt getrunken werden. Nehmen Sie ihn einfach eine halbe Stunde vor dem Genuss wieder raus. In meiner Erfahrung halten sich nur wenige Weine länger als 2-3 Tage in Topform. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Vertrauen Sie einfach Ihrem Gaumen.